hättest lang können. Nein, Felo, geh weg. So. Hier ist kein Durchkommen. Das heißt, wir müssen... Das heißt, wir müssen erstmal oben lang. Felo, hör auf. Hör auf damit. Nervensäge. Jetzt hat er geschlafen, ist wach geworden, hat Hunger und geht mir so lange auf die Nerven, bis der was zum Essen bekommt. Aber das dauert noch ein halbes Stündchen ungefähr. Halbes Stündchen noch, Felo. Aber ich verhungere jetzt. Ja, aber du bekommst trotzdem erst gleich Essen. Das kann der echt gut, wenn der Hunger hat, einen richtig hart auf die Nerven gehen. Geh weg da. Du hast unter beim PC auch nichts zu suchen bei den ganzen Kabeln. Weg, 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 weg. Dann kennst du auch das Lied The Circle of Life. Ja, aber natürlich. Ich kenne jedes Lied von König der Löwen und auch von König der Löwen 2. Auch jedes Lied in- und auswendig. Aber natürlich kenne ich das. Oh. Jo! Oh, diese Rampen, die machen Spaß. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir diese Rampen verwenden. Aber cool. Das heißt, hier müssen wir einmal kurz lang. Indem wir langsam sind. Dann machen wir... Nein! Oh. Ich wollte langsam sein. Jetzt, warte, hier müssen wir schnell sein. So. Und hier müssen wir langsam sein. So. Dann kommen wir nämlich auch an das Item. Und wer singt das? Das weiß ich nicht. Im Deutschen weiß ich es nicht und im Englischen weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass Elton John auf jeden Fall ein Lied gesungen hat, aber das war Can You Feel the Love Tonight, ne? Ich weiß nicht, hat der mehrere Lieder vielleicht gesungen, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wer das war, ne? Wir müssen den Gang wechseln. Ach so, okay. Hä? Jetzt sind wir wieder hier? Also wer König der Löwen anguckt und seine Katze nach den Affen nennt, dann muss doch wissen, wer das Lied singt. Naja, das sehe ich ein bisschen anders. Man muss nicht... Oh, hier ist doch ein Durchkommen, hups. Man muss nicht unbedingt wissen, wer das Lied singt. Nee, man muss es kennen. Und das tue ich ja auch. Aber man muss nicht unbedingt wissen, wer es gesungen hat. Das sehe ich anders. Habe ich gerade irgendwie voll einen komischen Denkfehler gehabt. Da unten ist doch ein Durchkommen. Ja, gut. Ich dachte gerade irgendwie, man kommt da nicht durch, aber das war falsch gedacht. Gleich, Felo. Nein, nicht zum Computer. Weg da. Hier jetzt. Hopp, hopp. Och man, Felo, hör doch auf zu nerven. Rennt der einen hier immer um die Füße rum, bis er endlich was zu essen kriegt. Der kleine Nervsack. Felo. Junge, geh weg. Und dann geht er immer hinten an die Kabel und fängt an mit den Kabeln vom Computer zu spielen. Aber immer nur, wenn der Hunger hat. Wenn der satt ist, ist der liebste Kater der Welt. Aber wenn der Hunger hat, ist der ja so schlimm. Das kenne ich, wenn mein Honeymoon Hunger... Ist das bei dir genauso echt? Boah, das ist schlimm. Also richtig furchtbar. Und der hört wirklich erst auf, wenn er dann was zu essen bekommen hat. Und dann legt er sich wieder schlafen. Das ist echt super krass. Das sieht mir irgendwie nach so einem Käfer-Pflanzen-Pokémon aus. Ja, ganz, 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 ganz furchtbar, wenn der Hunger hat. Also wirklich, damit ist nichts mit zu vergleichen. Das kann so, der kann so nerven. Das ist übertrieben einfach.
Ja, das sah schon besser aus. Sehr gut, Panferno. Gut gemacht. Ramaidon. Was ist ein Ramaidon? Ich hoffe auch ungefähr Pflanze. Nö. Sieht irgendwie nach Gestein aus oder so. Hatten wir das Vieh schon mal? Ich glaube, das ist eher nicht sehr effektiv, oder? Oh, nee, das sah gut aus. Aber es ist trotzdem nicht sehr effektiv, ja. Wie ich gesagt habe, aber gut, das ist, hat trotzdem mehr abgezogen, als ich jetzt eigentlich dachte. So. Den Volltreffer hättest du mal gerade landen können, dann wäre das Vieh sogar direkt tot gewesen. So. Philo weg hier. Du sollst da nicht hin. So. Ist jetzt hier ein Durchkommen? Ja. Nö. Eigentlich nicht. Weil jetzt haben wir uns da den Weg verbaut, ne? War das jetzt Fail? Kommt man da durch? Eigentlich? Wenn man nicht failen würde? Philo ist ein Kater, meine ist eine Sie. Ja, ich habe einen Kater. Meiner ist ein Junge. Mhm. Oder gibt es noch einen anderen Weg? Nee. Gab es noch einen anderen? Ja, wir kommen noch da oben lang, ne? Aber ich möchte jetzt einmal noch mal ganz kurz gucken, ob man nicht vielleicht irgendwie da durchkommen könnte. Oder ob ich gerade einfach nur verkackt habe. Und meine mit Dame. Ja. Ja. So. Naja, und es bleibt ja nichts anderes übrig. Es geht nicht anders, ne? Und jetzt kommt... Ach so, doch, man kommt dann hier durch. Ah, okay. Dann... Ich will halt aber auch wissen... Boah, ich glaube fast, das hier ist der richtige Weg, oder? Oh, jetzt reißt mir bitte nicht den Kopf ab, aber ich muss einmal kurz gucken, was es da oben noch gibt. Heißt es, da oben geht es nur einmal zu einem Item lang und dann... Geht der richtige Weg da unten weiter? Sieht für mich jetzt nämlich gerade fast so aus, als ob das schon der richtige Weg war. Aber dann frage ich mich natürlich, was gibt es denn da oben? Ich will nichts verpassen. Oh. Okay, wir setzen jetzt für den Weg einmal einen Schutz ein. Mache ich eigentlich ganz immer nur sehr ungerne, aber jetzt gehen mir gerade die Pokémon doch ein bisschen sehr auf den Sack. Wir können mal einen Schutz einsetzen. Wir haben keinen Doch, Moment. Wir haben kein... Hä? Doch, wir müssen irgendwo auch Schutz haben. Da. Superschutz sogar. Okay. Einmal hier hoch. Und dann die Brücke links rüber. Ich finde Spiele Mist, die 1000 Wege haben. Ja, ich mag das auch nicht so wirklich und kommt zum Glück auch nicht so oft vor bei Pokémon, aber hin und wieder... Oh, kommen wir da gar nicht hin? Ah, Moment, ich bin hier... Oh, ich bin falsch. Falsch. Wir müssen hier hoch. Wir müssen da hoch. Kommen wir da hin? Wir kommen... Ach so, Moment, wir kommen da gar nicht hin.
Weil du nicht weißt, wo du hast zu hingehen bei Breath of the Wild. Ja, ungefähr, ne? Achso, Moment, aber ich glaube gerade, wir kommen auch gar nicht da hoch, wo ich dachte, wir können im Moment nur hier lang. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Es ist doch nur der eine Weg, der im Moment richtig ist. Okay, alles gut. Ja. Ja, es ist immer so eine Sache, ne? Wie verwirrend dann die Wege letztendlich wirklich sind. Bei Breath of the Wild geht es halt noch, weil es halt auch egal ist, was du in welcher Reihenfolge machst. Du kommst immer an dein Ziel. Und du, das heißt, du kannst nicht wirklich Wege doppelt gehen. Und hier ist es halt dann doch schon so, dass du dann 3-4 Mal hin und her läufst und denkst, war das jetzt hier? Ist das jetzt da? Ach, hier ist nur ein Item und wieder zurück. Und ach, doch eine Sackgasse? Und dann denkst du dir manchmal so, schon ätzend, ne? Backtracking ist eh Mist. Kommt auch wieder drauf an. So wie das in Metroid Dread zum Beispiel ist, finde ich Backtracking mega cool. Also da gefällt mir sowas. Wo dann auf der Karte markiert wird, da ist ein Item, dafür brauchst du aber das. Und dann bekommst du das irgendwann, dann weißt du, ah, jetzt komme ich da dran. Aber es ist halt alles auf einer Karte beschrieben und du weißt genau, wo du lang gehen musst und wann du wohin kannst. Also es kommt immer drauf an. Backtracking ist an sich schon cool. Also mir macht das eigentlich relativ viel Spaß. In den meisten Fällen. Shelterra. Wir bleiben mal bei Luxtra. Aber es ist halt Geschmackssache, ne? Mir gefällt... Oh, ach so, das ist die Endentwicklung von dem einen Starter. Dann hätten wir ja wechseln können. Das wusste ich jetzt gar nicht. So. Aber... Also ich finde... Eher finde ich Backtracking eigentlich sogar ziemlich cool. In den meisten Fällen. Oh, Erdbeben. Oh, shit. Das ist nicht gut. Ist das auch vom Typ Boden, das Vieh? Oh, scheiße. Dann hätten wir eher Staraptor einwechseln müssen. Oh, no. Aber wir besiegen es zum Glück direkt. Okay. Hui. Meine Spielen regen mich das auf, wie in manchen Zelda-Spielen. Hat nur einen ganz schön gemacht und dann guck mal an manchen Stellen nicht gleich wie ran. Ich will da wieder zurück zum ersten Dungeon. Aber ja, aber sowas finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich finde sowas gut. Genau wie auch bei Crash Bandicoot. Hast du die ersten drei Teile von Crash gespielt? Von Crash Bandicoot? Da gibt es ja auch Backtracking, das man betreiben muss. Und das ist eigentlich ganz cool. Mir gefällt sowas eigentlich. Das Stalos versuchen wir jetzt einmal direkt mit einem Flottball zu fangen. Und wenn es nicht drin bleiben möchte, dann fliehen wir. Ja. Okay, wir hauen ab. Setz Tarnsteine ein, okay. Aber geht, also sonst finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Nächster Kampf. Okay, Staraptor ist natürlich gut gegen unser Luxtra. Crash Bandicoot ist überhaupt nicht mein Ding. Ich finde Naughty Dog genial, das Spielhersteller aber nicht. Aber Crash Bandicoot ist ja auch von Naughty Dog, ja. Wie Last of Us. Ja, ich finde, also Crash Bandicoot ist super geil. Habe ich auch damals auf der PlayStation 1 schon und die Originale gespielt, als ich 6 oder 7 Jahre alt war. Das Crash Bandicoot und Spyro waren meine ersten Berührungspunkte mit Videospielen. Und dann auch direkt Pokémon. Das waren meine Anfänge bei Videospielen. Als ich 5 oder 6 Jahre alt war,
saß ich dann schon vor der PlayStation 1 und habe Crash, Bandicoot und Spyro gespielt und dann nachher auch mit über Game Boy Pokémon so langsam. Damit hat so meine Liebe für Videospiele begonnen. Also das ist einfach nur geil. Gleich so alt auf die Welt gekommen. Nee, ich war tatsächlich auch mal klein. Oder jünger, eher gesagt. Ja, tatsächlich doch. Ah, das Vieh ist aber vom Typ Boden vermutlich, ne? Und dann wechseln wir mal unsere rote Rade ein. Ja, Crash Bandicoot, Spyro und Pokémon ist halt Nostalgie pur. Das sind halt Kindheitserinnerungen pur. Das war einfach so geil damals. Papa, 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 papa. Uah, es reicht aber nicht mal. Und jetzt schläft unser Roserade auch noch ein, ne? Eisern ist scheiße. Okay, es geht aber noch. Wir setzen Aufwecker ein. Und dann hoffen wir mal, dass es nicht wieder Gena einsetzt. Okay, Eisern. Autschi. So, jetzt haben wir es aber. Spyro findest du gut, Rayman findest du auch gut. Rayman ist auch cool, ja. Ich habe ja auch Rayman Origins und Rayman Legends zu 100% gespielt. Gibt's auch bei uns auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Wenn du da mal Bock drauf hast, Langeweile hast, kannst du dir das ja mal anschauen. Schon etwas länger her. Aber Rayman Legends habe ich zu 100% gespielt. Und Rayman Origins dann auch, weil mir Rayman Legends so gut gefallen hat. Und Spyro gibt es auch bei uns auf dem YouTube-Kanal als Let's Play. Hat der Marcel gespielt zu 100% oder 102% oder was das da sind. Und die drei Crash-Teile gibt es aber auch bei uns auf dem YouTube-Kanal. Das war mein allererstes Let's Play, was ich jemals gemacht habe. dementsprechend ordentlich schlecht. Aber ja, das war die allerersten Videos, die ich mal so aufgenommen habe in der Art von Let's Play halt. Gibt es auch noch auf dem YouTube-Kanal von uns. Ah, jetzt kommen wir also hier hin. Ich verstehe. Okay, cool, cool. Bis jetzt gefällt mir die Siegesstraße echt gut. Auch noch super schlechte Mikrofonqualität von Crash bei mir und alles super scheiße. Wie gesagt, war das allererste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ist auch jetzt dementsprechend schon 2,5 Jahre her. Aber es hat halt einfach Bock gemacht. Hat halt echt Spaß gemacht. Deswegen sind wir einfach dabei geblieben. Weil wir machen das hier halt einfach nur aus Spaß, ne? Muss man ja auch sagen. Es ist irgendwie einfach schöner, ein bisschen zu spielen. Und ich meine, ich würde ja jetzt so oder so vorm PC sitzen und zocken. Ne, und dann kann ich auch den Stream dabei anschmeißen. Ob der Stream dabei läuft oder nicht, ist mir so gesehen relativ egal. Aber es macht halt mehr Spaß, wenn dann noch ein paar Leute mit dabei sind. Aber zocken würde ich so oder so. Ne, und dann kann auch der Stream dabei laufen. Und wir haben ja schon ein paar super tolle Menschen jetzt dank dem Stream kennenlernen dürfen. Ne, und das ist halt auch immer eine tolle Sache. Die man natürlich nicht kennengelernt hätte, wenn der Stream nicht angewesen wäre, ne? Ratchet und Clank haben wir früher auch immer sehr viel gespielt. Ich hatte ja auch alle Playstations von 1 bis Playstation 4. Und da haben wir auch immer alle Ratchet und Clanks gehabt und auch gespielt. Ratchet und Clank ist auch ein super geiles Spiel. Gibt es aber keine Videos von uns. Aber die ganzen Ratchet und Clank Teile haben wir auch alle schon gespielt, ja. Ratchet und Clank ist auch super geil. So. Huch, achso, nee, hier geht es weiter runter. Hätte ich jetzt schon fast übersehen. Da ein Trainer ist,
würde ich fast vermuten, dass hier oben es wieder nur ein Item gibt oder sowas. Achso, nein. Okay, aber das bedeutet, dass wir gleich oben und dann links vermutlich zu dem Pokéball kommen. Von Ratchet & Clank, Neuauflage für die PlayStation 4. Die PlayStation 4 habe ich hier ja stehen. Wir könnten theoretisch die Capture Card an der PlayStation auch anschließen, so wie der Marcel das auch mit Spyro gemacht hat, mit dem Remake. Und dann könnten wir Ratchet und... Aber ja, ich... Ja... Könnte man sich auf jeden Fall mal überlegen. Also machbar wäre es auf jeden Fall, da die PlayStation 4 ja schon vorhanden ist. Und auch Crash Team Racing habe ich Let's Played, findet man bei uns auf dem YouTube-Kanal auch. Weil auch, habe ich auch damals auf der PlayStation 1 schon das Original damals mit meinen Eltern viel gespielt. Das ist super, einfach super geil. Hat halt unnormal viel Spaß gemacht immer. Kann man sich unter der Karte vorstellen und wie nimmt ihr das dann auf? Das ist eine Capture Card. Die Capture Card ist im Computer eingebaut und mit dem HDMI-Kabel hier zum Beispiel mit der Switch verbunden. Und durch diese Capture Card, also die Capture Card greift dann das Bild von der Switch oder von der PlayStation, von der Xbox, von was auch immer du das anschließt, greift das Bild ab und sendet das an den Computer. Und darüber nehmen wir dann den Stream und die Spiele und den Monitor halt auf. Der Computer greift über die Capture Card das Bild der Konsole ab und wirft es auf den Computer, sodass man das dann übertragen kann. Ich glaube, so kann man das ganz gut erklären. Und ich müsste halt einfach nur das HDMI-Kabel von der Capture Card aus der Dockingstation von der Switch rausziehen und in das HDMI-Anschluss von der PlayStation ziehen und schwupp, hätte ich das Bild von der PlayStation hier auf dem Computer, welches ich dann streamen könnte und aufnehmen könnte. So, da setzt man Kaskade ein. Die Frage ist halt nur, wo geht es denn jetzt schon wieder lang, ey? Oh, jetzt könnte ich schon wieder ein bisschen kotzen. Wir gucken uns jetzt erstmal hier unten den Weg an. Mal gucken, wo es da lang geht. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch schaffen. Ich muss so in 10 Minuten leider ausmachen, weil ich dann wieder unterwegs bin ein bisschen. Ich glaube nicht, dass wir die Siegesstraße jetzt schon schaffen, aber ist nicht so schlimm. Dann machen wir die Siegesstraße im nächsten Stream weiter und dann auch direkt mit der Top 4. Es passt alles schon. Bam, 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 bam. Und wenn die Trainer auch immer nur ein Pokémon dabei haben, dann geht das ja auch schon, ne? Ja, jetzt landen wir nämlich wieder hier. Okay. Wo geht es denn jetzt? Oh Gott. Okay, jetzt wird es doch ein bisschen sehr unübersichtlich. Ich glaube aber, dass das hier der richtige Weg ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich setze jetzt noch einmal Superschutz ein. Dann gucken wir einmal, wo wir langkommen, wenn wir oben Kaskade einsetzen. Und dann, tja. Kannst du mir das mal über WhatsApp mal das Bild zeigen, wie das geht? Weil ich habe mir das auch schon die ganze Zeit überlegt, ob ich das mal mache, aber ich habe damit keine Ahnung. Ich habe damit auch weniger Ahnung. Der Marcel hat da mehr Ahnung von, aber ein Bild kann ich dir von der Capture Card nicht schicken. Ich kann dir per WhatsApp so ein Dingsbums hier so bei Amazon zum Beispiel schicken, was ich da gekauft habe. Weil die Capture Card ist halt im PC verbaut.
Also da kann ich dir kein Foto von schicken. So, ich schätze mal, der Weg bringt uns jetzt hier nur zum... Hilo, geh weg. Okay, jetzt sind wir hier. Aber wo geht es denn jetzt lang, bitte? Ich raste aus. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Hilo, weg da. Aber ich kann dir mal auf jeden Fall was schicken, welche Capture Card wir haben. Na, ich habe nur einen Laptop. Okay, dann wird das schwierig. Dann wird das äußerst schwierig. Nicht nur äußerst schwierig, sondern ich glaube fast unmöglich. Drachenprofi Edmund. Oh. Mal gucken, ob unser Luxar das wirklich schafft. Es hat keine Effekte auf diese Drache. Okay, dann sollten wir mal wechseln. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt zuerst angreifen dürfen und das Pokémon stirbt. Komm, bitte geh K.O. Ansonsten geht unser Panferno K.O. Perfekt. Und dann müssen wir einmal ganz kurz durchheilen, damit unser Panferno mal wieder bei Kräften ist. So. Ich habe ja immer über PlayStation, über die Share-Taste aufgenommen. Auf YouTube hast du ja bestimmt auch schon mal gesehen auf meinem YouTube-Kanal. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Muss ich mal tun. Echt? Nee, wusste ich noch gar nicht, dass du auch schon mal aufgenommen hast. Muss ich auf jeden Fall... Mache ich auf jeden Fall mal. So. Und so. Dann gucken wir einmal, wo es jetzt noch hier lang geht, aber wahrscheinlich wieder zum Anfang, oder? Ja, nein? Doch, oder? Nein, hier war der Anfang. Okay, Moment. Ich kann nicht. Wo müssen wir jetzt lang? Wo ist denn jetzt der richtige Weg und wo nicht? Jetzt gehe ich noch mal kurz gucken, was es denn da unten gibt. Ich glaube jetzt nämlich, dass das der richtige Weg ist und wir hier noch mal lang müssen. Das ist, was ich nicht so mag an den Wegen, wenn die nicht einheitlich sind. Dann immer hin und her und hier ist doch richtig und doch nicht. Und dann ist man nur 5-6 Mal dabei, hin und her zu laufen, ohne dass man weiß, wo es jetzt wirklich lang geht. Oh, sowas kann halt schnell ätzend sein. Okay, den Kampf nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Und dann gehen wir gucken, was es gibt, wenn wir nach links surfen. Dann gehen wir den Weg wieder zurück. Die Treppe hoch und dann würde ich den Stream für heute beenden. Dann muss ich leider für heute ausmachen. Haben wir die Siegesstraße nicht ganz geschafft, aber dann beim nächsten Mal auf jeden Fall. Ba, 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 ba. Und die Serena muss ich auf jeden Fall mal auschecken auf YouTube. Habe ich noch gar nicht gemacht. Oh, Donnerschock. Und Gigasauger. Sehr schön. Sehr, sehr gut gemacht. Ich hoffe auch, dass ein Donnerschock ausreichen wird, um das Garados zu plätten. Jawohl, perfekt.
So, 45... Hä? Habe ich da jetzt gerade richtig gesehen? Die haben uns 45.000 Poké-Dollar gegeben? Was? Ja, krasser Scheiß. Jetzt geht es hier noch lang. Ah, okay. Das ist der Philo, geh da weg. Weg da. Das ist der Pokéball, den wir vorhin schon gesehen haben. Okay, dann wissen wir jetzt aber safe, wo es auf jeden Fall weitergeht. Und da werden wir uns jetzt noch hinbegeben. Und dann werde ich für heute mal speichern. Okay. So, und dann nehme ich noch hier weiter. Hier ist jetzt definitiv der richtige Weg, wo es dann beim nächsten Mal weitergeht. Oh, ein wildes Pokémon kommt uns noch dazwischen. Nochmal ein Stalos. So, da benutzen wir aber die Fluchttaste. Nee, kannst du mir auch mal schreiben, Serena. Schreib mir mal, wie du auf YouTube heißt. Weiß ich wirklich nicht. So, ich mach dann aber jetzt hier für heute aus. Ich muss jetzt nämlich gleich wieder los, wie immer mittwochs ab 16 Uhr. Dankeschön, dass ihr alle dabei wart. Hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Ein richtig cooler Stream wieder gewesen. Bedanke ich mich bei allen, die dabei waren. Und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Stream wieder. Habt noch alle einen schönen Sonntag, einen schönen Abend, einen schönen Tag. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also haut da rein, mach's dann. Tschüssi, Hadi, ciao.